Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 8. Spieltages der Regionalliga Nordost. Sie sahen den ersten FC Lokomotive Leipzig gegen den BFC Dynamo. Zur Halbzeit stand es 0:0, am Ende 1:1. Das Spiel sahen 3.814 Zuschauer. Wir begrüßen beide Trainer, den Gästetrainer Dirk Kuhnert und unseren Trainer Almedin Shiva. Herr Kuhnert, vorab noch, wir haben gesehen, der BFC spielt seit dieser Saison oder seit Anfang dieses Jahres wieder mit seinem historischen Logo, was man aus DDR-Zeiten kennt, aus Ostzeiten kennt. Und wir kennen das natürlich, dass es sehr schwierig ist, wenn man sein eigenes Logo nicht hat und ohne sein Logo auflaufen muss. Also deswegen Gratulation zur Rückgewinnung dieses historischen Markenkennzeichens. Und nun zur Pressekonferenz. Herr Kuhnert, Sie haben das erste Wort in dieser Pressekonferenz. Ja, wir wussten schon ein bisschen, was uns erwartet. Waren ja ein paar Turbulenzen hier bei euch gerade, aber ja, zum Spiel, wie gesagt, wir sind, fand ich, ganz gut ins Spiel gekommen, hatten ein paar ganz gute Aktionen, hatten dann noch so einen Lattenkopfball gleich zum Anfang. Danach war es, fand ich, ein verteiltes Spiel. Wir hatten nachher, also in der ersten Halbzeit, nicht ganz den Zugriff mehr. Wir haben zu viel lange Bälle zugelassen dann, ja, obwohl ja Lok auch eine Mannschaft ist, die am Teil spielt, aber wir wollten zustellen, waren dann trotzdem einen Tick zu tief und haben dann ein paar lange Bälle zugelassen, die dann immer mal ja, gefährlich wurden. Insgesamt war es ein verteiltes Spiel, fand ich, in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit muss ich sagen, dass wir das wirklich gut gemacht haben. Ich fand, dass wir das Spiel im Griff hatten, dominiert haben, machen dann nochmal durch den Wechsel, ja, bringen da nochmal Schwung rein, Dynamik rein. Das hatten wir letzte Woche auch schon mit anderen Personal genauso gehabt. War ich sehr zufrieden. Eigentlich dachte man, wer hier das erste Tor macht, geht dann auch als Sieger vom Platz. Leider war es nicht so. Wir machen wirklich ein sehr schönes 1-0 und haben danach die Möglichkeit zum 2-3-0, muss man sagen. Wenn wir da sauber spielen, querlegen, denke ich, ja, ist der Sack zu. Und machen wir nicht. Dann mit einem super Solo-Lauf, den wir irgendwie unterbinden müssen. Ja, klar, wir wollen kein Foul spielen, ist auch klar, aber irgendwie können wir nicht nebenher laufen und dann kriegen wir einen Sonntagsschuss genau in Giebel. Wunderbares Tor, aber darf einfach so nicht passieren, ja, aus der Situation hinaus. Und ja, dann steht es 1-1. Dann musste noch nachher froh sein, dass du nicht in der letzten Sekunde nochmal das 2-1 kriegst. Ja, und ich bin eher ehrlich, ich bin eher enttäuscht, ja, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, dass wir unentschieden gespielt haben, weil einfach wir in der zweiten Halbzeit eigentlich, denke ich, alles im Griff hatten. Danke. Herr Kuhnert, danke für Ihre Worte zum Spielen. Almedin, deine Ausführung, wir freuen uns. Ja, ich möchte den Tag an alle. Schön, dass ihr da seid. Das historische Spiel der BFC Lok ist ja sehr, sehr alt, aber die Vergangenheit interessiert keinen Menschen. Heute. Wir haben eine schwere Zeit, das ist klar. 3 Spiele hintereinander verloren, da kommt so ein Brocken. Die BFC, ja, Dirk hat es ja gesagt, wechseln dann ein aus, die überall, denke ich, Stammspieler werden können oder sind. Aber wir haben die erste Halbzeit eigentlich taktisch sehr, sehr stark gemacht. Gut gespielt, viel Ballbesitz gehabt, ohne jetzt den Gegner irgendwie nach hinten zu stellen in ihre eigenen Reihen. Aber wir wussten, dass die pressen, dass die sehr gut pressen. Und deswegen war es so, dass wir ein paar Sachen umstellen wollten und gesagt haben, dass wir viele lange und Bälle spielen hinter der Kette, und das hat auch geklappt. Und ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit viel mehr vom Spiel hatten. Wir haben in der ersten Halbzeit viel mehr Möglichkeiten gehabt. Der Gegner hat diese in der 7. Minute diese gute Aktion, wo die über außen spielen, wo Ballo dann 2-3 Mal einen Stellungsfehler hatte, ja, dann hauen sie das Ding gegen die Latte. Das wäre so symptomatisch für unsere Situation. Aber die erste Halbzeit
war es schon sehr, sehr taktisch gut und dominant. Und ich denke, dass wir da auch hätten Tor verdient gehabt. Zweite Halbzeit war die ersten 10 Minuten leider Gottes so, dass der Gegner uns in die eigene Hälfte gedrückt hat. Wir fingen an, dann wieder zu schnell Bälle zu verlieren. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, die werden stärker und wir ein bisschen unsicherer. Und wo wir so ein bisschen ein, zwei Angriffe selber gehabt haben, kommt dieses Kontertor. Und das darf eben nicht passieren, dass du zu Hause so ein Konter bekommst und dich auskontern lässt gegen eine Mannschaft, wo wir einfach wissen, dass auch deren Stärke ist, das Umschaltspiel. Ja, und danach muss ich sagen, ist eine Situation. Ja, Mikro ist hier kaputt. Weiterreden. Ist die Situation so, gegen BFC in so einer Situation 1-0 hinten liegen, da kann sehr, sehr böse ausgehen, muss man einfach ehrlich sagen, gerade was ich auch gesagt habe, dann wechseln die nochmal dreimal, viermal, wo du sagst, oha. Aber die Jungs haben sich dagegen gestemmt mit allen Risiken, ja, die angesprochenen ein, zwei Situationen, wo die es vielleicht besser ausspielen, aber wir verteidigen dann auch leidenschaftlich. Und dann kommt so eine Situation mit Luca. Darauf warte ich jetzt sehr, sehr lange. Der hat sehr, sehr oft bis zum 16er das gemacht. Und jetzt haut er das im Angel. Für mich ein Tor des Monats vielleicht. Ja, macht er überragend. Kennen wir, erwarten wir sehr lange von ihm, dass er den auch abschließt. Und und dann danach, was passiert ist, normalerweise in der Situation stellt man sich hinten rein, sagt, nimmt mal einen Punkt mit und alles auf sich, aber die Jungs sagen, wir alles nach vorne, wir wollen gewinnen und machen es dann sehr, sehr gut, haben einen Angriff, zweiten Angriff und Ossi haut noch ein paar Minuten vorher übers Tor und dann kommt diese allerletzte Situation. Ja, ich denke, wäre schön, wenn es drinnen gewesen wäre, aber die haben ja auch einen Torwart und deswegen gehe ich nach Hause und bin froh, dass die Jungs so sind, wie sie sind, dass sie alles reingebracht haben, dass sie die drei Niederlagen, dass sie nicht so gespielt haben, wie wenn man drei Spiele verloren hat. Also wenig Unsicherheit bis auf ein paar Situationen und wir müssen darauf aufbauen. Jetzt kommt der nächste Gegner, sehr schwerer Gegner. Haben wir ja gesehen, eine Woche vorher 5 Dinger von Greifswald, eine Woche später gewinnen sie gegen Babelsberg, die uns 4-1 weggehauen haben. Diese Liga ist einfach Wahnsinn. Ja. Da kannst du jeder jeden schlagen. Und deswegen, klar, freue ich mich auf den Punkt, aber ich hätte mich sehr, sehr gefreut, wenn Luca den dann in der letzten Minute auch noch reingemacht hätte. Aber geht weiter. Dankeschön. Ja, Alme, danke für deine Worte. Von mir noch 3 kleine Informationen. Als erstes dann die nächsten Spieltage. Am Freitag spielen wir schon wieder in Luckenwalde und am 6.10. sehen wir uns hier Lok gegen Hertha 2. Und diese Spieltage können präsentiert werden. Wir hatten auch heute einen Spieltagsballpräsentator. Das ist Montagedienst Leipzig GmbH, Sebastian Hessberg. Danke für deine Unterstützung am heutigen Tage. Und dann haben wir unser obligatorisches Tippspiel, das hat heute gewonnen. Daniel Tschuckel, du kannst deinen Preis bei mir abholen. Dankeschön, das ist dein Applaus. Allen anderen ein schönes Wochenende, kommt gut nach Hause. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.